Ich bin ganz sicher, dass wir heute ein gutes Ergebnis einfahren werden. Wir haben keine Schnitzer gehabt im Wahlkampf. Die Stimmung in der Bevölkerung ist sehr gut. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht. Das heißt, wir waren direkt am Puls der Leute. Und ich glaube, das wird ein Ergebnis, wo wir keine Angst haben müssen. Es war ja auch sehr, sehr viel los am Viktor-Adler-Markt. Also die Leute haben sich auch durch Corona nicht abschrecken lassen, mitzufeiern. Natürlich wäre ohne Corona mehr los gewesen, aber der Platz war gut gefüllt, war voll. Wir haben sicher nicht weniger Leute gehabt als unsere ehemalige Konkurrenzpartei. Und auch die Stimmung war perfekt. Also der Zuspruch von HC Strache ist gewaltig und ich glaube, da brauchen wir sie nicht fürchten. Das heißt, das Comeback wird heute auf jeden Fall gelingen? Das Comeback wird gelingen, da bin ich ganz sicher. Und wie verbringen Sie sonst den Wahlsonntag? Also jetzt ist ja fast schon Mittagszeit. Haben Sie schon Mittag gegessen? Ich habe noch nicht Mittag gegessen, mache ich nachher mit meiner Frau. Und das war es dann wahrscheinlich für den Tag, wo ich es gesehen habe, weil am Nachmittag im Rathaus, das wird dann eine längere Zeit werden. Ne? Aber richtig gefeiert kann ja heute dann wahrscheinlich nicht werden, oder? Nein, das ist durch Corona nicht möglich. Wir können keine größeren Feierlichkeiten machen. Wir werden sowas sicher nachholen und das lassen wir uns garantiert nicht nehmen. Wenn ich Sie jetzt fragen darf, wie wird es denn ausgehen? Wie viel Prozent erwarten Sie sich für HC Strache? Also den Einzug, das ist einmal die Minimumlatte, die wir brauchen, der geht sich ziemlich sicher aus. Ich rechne mit 7, 8, vielleicht sogar 9 Prozent. Das ist ja ein ganz schönes Ergebnis. Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass vielleicht ein Denkzettel an die FPÖ jetzt ergehen wird. Weil das, was man ja immer wieder auch gehört hat, war die Enttäuschung sehr, sehr groß. Also auch gerade HC Strache war ja sehr enttäuscht, auch wie die FPÖ und seine ehemaligen Mitstreiter mit ihm umgegangen sind. Glauben Sie, werden da die Österreicher und Österreicher auch der FPÖ einen ganz klaren Denkzettel verpassen? Das wird ganz sicher so sein, weil wie man mit Strache umgegangen ist, das hat vielen Wählern vor den Kopf gestoßen. Und ja, ich bin sicher, dass die Unterstützung dadurch mehr gegeben ist und dass wir dadurch auch einen hohen Anteil haben von Leuten, die wählen gehen und nicht zu Hause bleiben, weil sie von Corona abschrecken lassen oder vom Wetter.